Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch heute den Animated Player Mod vorstellen. Wie ihr jetzt schon gut gesehen habt, wir haben jetzt Knie und wir haben Ellenbogen, die Arme bewegen sich, die Beine bewegen sich endlich mal ein bisschen mehr. Ja, beim Springen gehen die Arme und Beine so ein bisschen auseinander. Gut, was ist noch so neu bei dem Mod? Und zwar, wir können auch rennen. Sieht schon mal richtig gut aus. Und hier sieht man auch richtig gut, dass wir auch Ellenbogen haben. Gut, man hat da so ein paar, ja, es sieht vielleicht ein bisschen komisch gerade aus, aber naja, davor sah es noch komischer aus, weil sich die Arme und Beine nicht so bewegt haben. Also eigentlich richtig cool. Zudem, also wenn wir jetzt hier fliegen, dann ja, schlendern so die Arme und Beine so ein bisschen in der Luft, so hilflos durch die Gegend. Gut, was ist noch dabei? Also was ist noch neu? Gehen wir jetzt gerade mal hier zum Wasser, was auch richtig cool ist. Und zwar, wenn wir jetzt hier in das Wasser reinspringen und in ein bisschen tieferes Wasser reinkommen. Wir schwimmen jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie davor schon so war, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ich spiele auf jeden Fall ziemlich selten in der Third Person, deshalb weiß ich das jetzt nicht. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Gut, dann auch neu ist hier zum Beispiel jetzt gerade mal hier landen. Wenn wir blocken, dann sieht das Ganze so aus. Also er macht sich so ein bisschen breit, so ein bisschen. Jetzt passt bloß auf, jetzt bin ich da. Genauso, wenn wir die Shift-Taste drücken, dann geht er so ein bisschen runter und rennt so ganz, ganz langsam. Gut, und das kann man auch irgendwie so ein bisschen kombinieren. Da rennt er noch langsamer, bewegt sich eigentlich fast gar nicht mehr. Auch richtig cool ist, wenn wir den Bogen einsetzen. Das müsst ihr jetzt mal auf den Arm achten. Auf den Arm, wo der Pfeil dann nach hinten gezogen wird. Und zwar, genau, der Pfeil wird jetzt nach hinten gezogen. Also er ist nicht einfach so teleportmäßig irgendwo hinten, sondern wir ziehen den Pfeil nach hinten und schießen dann den Pfeil ab. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Allgemein sieht es richtig gut aus. Also gerade für Leute, die viel in der Third Person spielen, lohnt sich der Mod richtig. Ja, gut. So war es das jetzt eigentlich schon mit der Vorstellung? Ich zeige euch jetzt noch schnell, wie man den Mod installiert. Das ist wieder eigentlich ganz einfach. Gut. So, jetzt sind wir hier auf meinem Desktop. Hier sind die zwei Sachen, die wir brauchen. Und wir brauchen als allererstes unseren Minecraft-Ordner. Also drückt hier auf das Windows-Symbol, gebt Prozent ab Data Prozent ein, geht in den Roaming-Ordner. Hier ist euer Minecraft-Ordner. Da geht ihr rein. Dann geht ihr auf die Bin. Geht auf die Minecraft-Jar. Rechtsklick, öffnen mit WinRAR. So, jetzt kommt wieder die Meldung. Genau. So, das ist euer. Jetzt hier mal so ein bisschen zusammen. Ein bisschen kompakter. Das ist eure Minecraft-Jar. Dann öffnet ihr den Minecraft Forge. So. Ja. Und hier macht ihr das so, ihr kopiert hier, ihr kopiert aus dem Ordner einmal alles raus, von oben bis unten, einmal alles markieren und zieht das Ganze hier rüber. Ich mache das jetzt nicht, ich habe das schon gemacht. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr noch in eurer Minecraft-Jar dann den Meta-Inf-Ordner löschen. Der wird dann nachher hier irgendwo dazwischen drin sein. Den müsst ihr dann noch löschen.
Gut, und dann habt ihr Minecraft Forge installiert. Und dann können wir das hier wieder zumachen. Die Minecraft Jar können wir auch wieder zumachen. Dann gehen wir zurück in den Minecraft-Ordner und also falls ihr das erste Mal Minecraft Forge installiert, müsst ihr einmal das Spiel Minecraft starten. Dann habt ihr nämlich den Mods-Ordner und so hier drin. Dann öffnet ihr einmal den Ordner Mods und zieht einfach nur Animated Player rein und ihr habt den Mod installiert, könnt loslegen und könnt Spaß haben. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Wünsche habt, bezüglich Mods oder so, dann schreibt doch einfach einen Kommentar. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben. Ich hoffe, ich kann euch dann weiterhelfen. Ansonsten, macht's gut. Bis